Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Ozone. Ja. Ich dachte mir, auch komm, machst du mal eben die Lootbag, die noch übrig hatten, auf, wird schon nicht was Gigantisches drin sein. Was ist drin? Eine fucking Portal Gun. Ich glaube, es gibt fast nichts Besseres als eine Portal Gun. Nehmen wir. Ne, ist auch egal. Ne? Ihr wisst schon. Wie geht es eigentlich weg? Ja. Ja, was? Okay, gut. Und wir können damit Sachen transportieren. Also Kisten und so. Es ist der Wahnsinn. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ich muss trotzdem, ich habe nämlich gerade erst, ne, und so, deswegen bis gleich und bis zu meiner nächsten Aufnahmesession. So, Freunde, nächste Aufnahmesession und, ja. Portal Gun ist erstmal egal, wir haben viel zu tun. Ich habe hier noch ein paar neue Kühe bekommen, zum Glück, und zwar, was haben wir hier, du bist eine Lubricant, Cow, warte mal, Lubricant, Primatic Craft, ja genau, Key Speed Upgrades, bla bla. Und eine Glue-Cow, die ist hier hinten. Und zwar Glue können wir wunderbar dazu nutzen als Ersatz bzw. Austauschstoff, nennt man sowas, glaube ich, für Kleber. Beziehungsweise Quatsch, Kleber, sag ich mal, das ist Kleber. Kleber ist Austauschstoff für Slimeballs. Das heißt, wir können jetzt alles, was wir mit Slimeballs craften müssten, können wir mit Glue craften. Das ist super, man puttet es einfach in die Schmiede und lässt es hier ohne Form rausgießen. Es gibt dann diese Glue Balls. Und ja, das ist ziemlich geil. Damit kann man jetzt alles machen, wo man normalerweise Slime-Blöcke für bräuchte. Zum Beispiel hier die Slime-Pads und alles. Und Rubber Drop geht sogar auch. Und was machen wir mit Rubber Drops? Ah, daraus machen wir Plastik! Nice, das heißt, wir brauchen gar nicht die Rubber Trees, aber... Die haben wir sowieso da, von daher ist das eh kein Problem. Gut. An Slime würde man natürlich auch ziemlich easy rankommen. Einfach, ich glaube, Redstone in Milch oder irgendwas in der Art. Er gibt auch gleich, Dingens, ein, spawnt ein Slime. Das kann man auch, obwohl nicht schon mal Slime, hat man Slime gespawnt, aber tut's nicht mehr. Ich habe inzwischen, ich glaube, drei Blöcke. Yellorium. Müssten drei sein inzwischen. Ich weiß nicht, habe ich einen vierten? Nee, habe ich glaube ich nicht. Nee, mal drei. Okay, da ist noch Netherrack drunter. Und ich habe hier noch ein paar mehr Generatoren gebaut, aber da die Generatoren langsam ein bisschen viel werden, können wir die ganz einfach mal upgraden, denn die tollen kleinen Generatoren können zweimal upgraded werden. Wenn wir uns die mal angucken, Generateur. Und zwar haben wir hier einmal Lava-Generator Power Multiplayer 1, ne? Ein Lava-Generator gleich, ja, einfach Energie. Dann haben wir den Lava-Generator mit dem 8-fach-Multiplizierer quasi. Heißt, wir craften 8 von den kleinen Lava-Generatoren zu einem großen zusammen. Und der hat quasi die Power von diesen 8 kleinen in einem Block vereint. Das Ganze gibt es nochmal mit einem Power-Multiplier von 64, also 64 kleine oder 8 mittlere, zusammengecraftet. Und das gibt dann diesen großen Lava-Generator. Ziemlich geil, weil man nämlich so eigentlich recht... günstig sehr, sehr viel Power generieren kann. Jetzt im Late Game gesehen. Und darauf würde ich gerne hinausarbeiten und das als unsere primäre Energiequelle nutzen, weil wir nun mal Lava haben in Massen, die schnell zu generieren ist mit den Yellorium-Blöcken. Einfach so krass geil. Also das müssen wir nutzen. Wir müssen halt nur jetzt gerade erstmal eine Menge Eisen und Gold dafür aufwenden, aber das ist okay. Denn davon haben wir eine Menge. Denn ich arbeite ja auch fleißig hier daran, dass hier gesiftet wird. Ich lasse es gerade Sand siften, damit wir mehr Yellorium bekommen. Hier schon wieder, na nicht so viel, aber ganz schön viel Eisen wieder drin und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier die 4 Fortune Upgrades und die 3 Speed Upgrades. Jeweils, hupala. Ups. Und ja, hier noch die 3 Speeds. Die Speeds kosten übrigens sehr viel weniger Energie-Usage als die Dingens-Upgrades. Die, die Fortune Upgrades, die kosten, glaube ich... Wie viel kostet ihr? Warte, kurz gucken. 7 RS pro Stück gibt es dazu. Das ist nicht viel.
So, okay, Doki, hier wird fleißig gesiftet. Das ist wunderbar. Ich habe hier hinten alle meine Seeds beisammen und wir können jetzt, bevor ich jetzt mal kurz zu den Generatoren gehe, könnten wir eigentlich mal, warte mal, einen neuen Stein machen. Und was ist mit der Musik los heute schon wieder? Wirkt wieder mega laut. Okay, und zwar habe ich die Lapis-Seeds schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Ich habe Lapis-Seeds gemacht, einfach weil wir sie auch brauchen werden. Jetzt haben wir Lapis, Glowstone, Redstone wunderbar auf Lager. Aber die Lapis-Seeds sind leider nicht ganz so ergiebig. Für 9 Lapis-Essenz kriegen wir bloß 6 Lapis-Lazuli. Ja, genau, 6. Das ist jetzt nicht so die Welt, aber ja, es gibt Schlimmeres. So, dich brauche ich jetzt für... Was brauche ich am besten hierfür? Haben wir... Ich meine, ich hätte... Warte mal. Redstone-Seeds, ne? Also müsste Redstone eigentlich... hiermit funktionieren? Nein. Okay, dann... Was? Lapis. Lapis war's. Okay. Lapis. Habe ich Lapis? Ach, sogar 8 Lapis gerade da. Perfekt. So, dann machen wir daraus den nächsten Stein, um dann Silizium machen zu können. Und ich habe auch schon mal ein bisschen Minizio gesammelt hier. Wir brauchen wirklich dringend eine Farm, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Technik. Und jo, ich habe hier 9 Imperio, das sind schon mal 2 Silizio. Schon mal nicht so verkehrt. So, lasst uns nun uns um unsere Energieversorgung kümmern und das pflanzen wir dann mal neu an hier. So, dazu brauchen wir das QED und zwar brauchen wir als Verbindungsglied zwischen den einzelnen Generatoren, brauchen wir ein Gerät und zwar eine Transfer Node Energy, also Energy Transfer Node. Die wird auch im QED hergestellt mit ein bisschen Gold, Transfer Nodes und einem Breath First Search Upgrade. Das sind die heißen irgendwie ziemlich komisch, aber die sind ziemlich praktisch. Und zwar das Node-System von Extra Utilities ist ja so, dass es die Reihen allen einzeln abtastet. Also wir ziehen hier raus, dann tastet er ab. Erste Station, kann ich mein Zeug hier irgendwo reintun? Nein, dann gehen wir weiter. Wenn hier nicht, dann gehen wir weiter. Wenn wir hier was reintun können, dann kommt es hier rein und so weiter. Das wird da abgetastet. Und mit dem... wo sind wir denn jetzt hier? Mit dem Breath First wird erst in die Weite gesucht und mit dem Depth First wird quasi, ich glaube, die hinterste Station zuerst angegangen. Und Speed Upgrade ist einfach nur das Speed. Ich glaube, irgendwie so war das in der Art. Jo, oder mit dem Breath First wird das erste zuerst angenommen. Ich meine das letzte, weil das erste wird nämlich sonst immer zuerst genommen. Wie dem auch sei. Wir brauchen Redstone. Ich habe zum Glück auch inzwischen relativ viel Redstone gemacht. Ich brauche aber vor allem Eisenblöcke für meine Generatoren. Kurz ein bisschen Platz machen, jo. Schwipp. Brauche ich Eisen für die Dinger? Nein, brauche ich nicht. So, ich will nämlich Diamond Seeds machen. Und warum habe ich hier Sand drin liegen? Das sollte doch eigentlich gesiftet werden. Du wirst gesiftet, so. Okay, also. Redstone massenweise können wir ja zum Glück... Also davon haben wir jetzt nicht mehr als genug. So, ganz viele Blöcke, die brauchen wir auch. Und dann... Lava-Generator. Die Notes mache ich gleich. Speed-Upgrades 2 pro. 5 pro. Okay. Nuggets. Schwupp, schwupp, schwupp. Ach, die müssen ja auch ein QED machen. Oh, nervig. Gut, dann machen wir die auch ein QED. Das waren, wie gesagt, 5, ne? Mal hier so. Gold Nuggets, Ingot und was? Ne, halt. Doch, sowas. Sowas, genau. Mhm. Und dann mache ich so lange schon mal die Transfer Nodes. Dafür brauchen wir Enderperlen und zwar 2 Stück. Weil ich, glaube ich, nur 2 Generatoren, 2 doppelte, 4-8-fach Generatoren schaffe. Enderperle. Ich brauche noch eine Kiste.
Redstone und Pipes. Habe ich noch welche? Eine habe ich noch. Dann mache ich Stein. Und Glas. Mensch, wenn man so viele Rezepte im Kopf hat, das ist der Wahnsinn. Stone Slabs. Was haben wir denn hier? Oh. Okay. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil nebenher natürlich für die Apex Opens da laufen. Overwatch. Profisport. Jetzt hat gerade das andere Team gewonnen. Das ist Kacke. Also die erste Map. So. Gut. ja. Wo war ich? Ich war bei der Enderperle, bei der Kiste. Transfer Note. Und dann, warte mal. Redstone Stein. Okay. Ja. Gut. Okay, okay, dann weitermachen. So. Dann brauchen wir für die nächste Note 1, 2 Gold, Gold, Block, Block. So. Moment, mich juckt. Au, au, au. 2 Blöcke. Und Nuggets? Ach Gottchen, das ist echt schwierig. Block, 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 Block. Upgrade, Upgrade. Gut, dann eben so. Ja. Mehr Redstone-Blöcke. Oh Gott. Ich brauche mehr Redstone. Okidoki. Hm. Zum Glück kommt da so viel dabei raus. Na. Und so, bumm. Wubbidi wubbidi. Mhm. Okay, dann. Das, 2 davon und noch mehr Blöcke. So. Und ich brauche echt mehr Blöcke, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? 6, 4, noch 2. Mein armer Redstone-Vorrat. Und nochmal! Achso, ich kriege so viel von. Oh. Halt, stopp. So viel brauche ich gar nicht. 3 Stück. Gut, damit kann ich arbeiten. Dann das einmal so. Dann die Notes 2 Stück. Ein bisschen Gold. Noch ein bisschen Gold. Okay, das können wir erstmal wegräumen. Meine Güte. So, dann brauche ich natürlich noch den restlichen. Die restlichen. Warte mal. Ganz kurz gucken. Wo sind die hier drin? Gut, dann müssen wir jetzt erstmal die hier abräumen und leer machen. Neun Stück haben wir. 7 müssen wir noch machen. Okay. Wo habe ich denn meinen Stein? Einmal da. 7 hiervon. Nee, so nicht. Redstone. Bam. Okay. So, dann, die kommen aber auch da drüben rein. Ob wir das auch im QED gemacht? Weil ich glaube, das wird nämlich nicht im QED gemacht. Ganz genau. So, also erstmal zack. Und die Notes. 2 Stück, dankeschön. Und dann haben wir unseren 8-fachen Multiplikator. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Nummer 1. Und Nummer 2. So. Die produzieren es halt, haben halt ja, den 8-fach Konsum und 8-fach Energy Output, selbstverständlich.
wirklich einfach exakt das gleiche, nur in einen Block komprimiert. Also 8-mal die Generatoren in einen Block vereint. Nicht mehr und nicht weniger. Uppala. Zack und zack. So, 320 RF pro Dick und ganz viel Lava Consumption. Wunderbar, sind 640 RF, die wir gerade haben. Und das nur mit diesen zwei kleinen Dingern. Und hier ist alles gut, ja, ne? Hier wird jetzt gearbeitet. Supi, supi, supi. Und die können aber sowas von damit abgeben. Das ist alles kein Thema. Wir können noch mehr davon bauen, aber erstmal nicht. Damit es mehr als vorher. Naja, klar, klar, klar. Was haben wir hier? Wir haben hier 63 RF pro Tick, das ist echt nichts. Und 223. Ja, damit ist nicht mal einer ausgelastet durch das eine Ding. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ja. Das gefällt mir. So, das haben wir geschafft. Als nächstes kurz Inventar aufräumen. Komm hier rein. Das kann auch erstmal weg. Das kann weg. Du nicht. Okay, was wollen wir als nächstes gemacht haben? Eine gute Frage. Was sagt denn das Questbuch eigentlich dazu? Was wir als nächstes tun sollen? Ups. 3 Quests haben wir wieder offen. Okay, einmal... Ja, Crucio. Extreme. Eigentlich auch... Ach nee, ich sollte 64 MP insgesamt craften. Ja, das dauert noch ein bisschen. So. War da nicht noch ein Quest? Oh, wir sind im nächsten Zeitalter angekommen mit dem Jetpack. Yay. Machine Casings. Ein Machine Casing. Sollen wir machen? Okay, danach habe ich die beiden. Die habe ich ja schon... Das da, dies da, Bums da, jenes. Wenn wir zu den Jetpacks kommen. Genau, Jetpack. Bis wir als nächstes machen, dann muss ich noch einiges vorbereiten. Weil das nämlich echt aufwendig ist. So, gut. Dann fangen wir halt mit dem Machine Casing an. Das war nochmal... Machine Casing. Stahl, Basic Capacitor. Habe ich noch die Kapazitoren rumfliegen? Habe ich noch. Dann mache ich hiervon 4 Stück und 4 Stahl. Ach genau. Wir müssen dringend, dringend, dringend eine Baumfarm errichten. Was kostet denn eine Farm? Farm. Die Farming Station von Ender.io kostet Diamond Hoe. Electrical Steel, Set Logic, Pull Setting Crystal. Und Slice and Spice machen. Also braucht man sowieso das Machine Casing. So, gut, dann muss ich mal eben kurz... oh, noch. Natürlich, selbstverständlich. Electric Chainsaw. Was bist du für eine? Eine gut. Oh Gott. Ganz toll. Mal wieder. Electric Chainsaw, die ist von Magneticraft. Okay. Die können wir gleich mal testen. Wenn wir hier mal kurz Bäumchen pflanzen. Und ich meine Setzlinge dort. Okay. Wie langweilig. Einfach nur so schnelles Abbauen. Das ist ein bisschen öde. Naja, was soll's. Hauptsache Holz. Ach, wir haben so ein großes Ding hier. Oh, man macht auch Blättersteller weg, das ist auch gut. Gut. Wow, mega schnell. Okidoki. Aber dafür ist es auch gleich schon leer. Ha, toll. Nun denn, und? Wie ich es hier gerade sehe. Kann ich eigentlich mit ihr? Nee. Okay. Kann die Chainsaw erstmal weg, weil so nützlich ist sie jetzt auch nicht. Weg. Du kommst hier hin. Und dann wird mehr Stahl gemacht. Wohl inzwischen kann ich nicht inzwischen auch anders Stahl machen. Wie mache ich Steel Essence mit Stahlblöcken und Imperium? Wäre keine so eine schlechte Idee, glaube ich.
Wie viel kriegen wir da raus? 2 Stahlingots pro 9 Essenz. Ja, brauche ich aber erstmal die Blöcke, ne? Gut. Rein damit. Können wir als nächstes Mal, wenn wir die Kohle durchgefeuert haben, mal die 4 Blöcke machen und dann wirklich die Seeds raus. Dann kommen wir da auch schneller voran und haben das Problem nicht mehr. Ich glaube, das mit den Magical Crops so früh zu machen, war, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Was passiert? Was ist hier los? What the fuck? Entschuldigung? Was passiert denn hier gerade? Hallo, kann das mal bitte aufhören? Was soll das? Ich bin verwirrt. Gut, nehmen wir es einfach mal als gegeben hin. Ja. Okay, unser Stahl. Und wir machen... Ach so, ich weiß, was es ist. Die Whitestones werden gecharged, weil es ist Vollmond. Es ist Vollmond und die Whitestones werden gecharged. Jetzt haben wir 2-mal charged Whitestones, die uns quasi 2-mal den Tod verhindern können. Geil. Okay, das macht natürlich Sinn. Was wollte ich? Ach ja, genau. Ich wollte das Machine Casing machen, was wir brauchen. Kapaziteur und genau, mal wieder Arndes Rom. Jawohl. Schnauze. Die Kühe müssen bald mal woanders hin. Die sind nämlich echt nervig. Und ich brauche Soundmuffler überall. So, Mr. Quest, sind Sie zufrieden mit uns? Mhm. Connection, Double Layer Capacitor. Craft Specific Item. Aber ich habe doch schon ein Crafted Walrus. Ernsthaft? Ich kann es nicht zurück. Damit kann man nichts machen. Das ist gemacht aus Fischen und man kann damit einfach nichts machen. Das ist doch kacke. Und dann Reservoir. Ja. Segmill. Mhm. Claim Reward. Claim Reward. Slice and Spice kommen als nächstes. Energetic Alloy. 12 Stück. Ja, wenn ich jetzt erstmal ein Slice and Spice machen. So, die kommen wieder zurück. Du bist der Alloy Smelter und die Sagmill. Dann kommt das weg, das kommt hier hin, das kommt weg. 2-mal gute Reward Bags. Oh! Advanced Bin. Cool. Das sind 2, die sind gar nicht mal so schlecht. Also, du Reinforced Compound Goggles. Protection 3. Ja, und Night Vision, Freunde. Das Ding hat durchgehend Night Vision. Das ist geilo. Guck mal da hinten, ich kann die Monster sehen. Haha, das ist cool. Das ist bestimmt im Nether auch ziemlich geil. Sehr geil. Und die Jump Boots. Geben die weniger Protection, ja, oder? Ne, sogar mehr. What the fuck? Wohin damit? Vielleicht, ah, hier rein zum Beispiel. Ja, das ist mal eine gute Idee. Und ein Advanced Bin, der 8192 Items halten kann. Das Doppelte also von dem hier. Ist okay, brauchen wir gerade nicht. Können wir wegtun. Ist okay. Ist okay. Sehr schön. Slice and Spice. Slice and Spice. Einmal Toast. Und einmal Slice and Spice. So, dafür brauche ich Solarium, dafür brauche ich Soul Sand und einen Kopf meiner Wahl. Und eine Axt und ein Schieß, ja. Solarium machen wir mit Soul Sand und Gold. Dafür brauche ich erstmal Soul Sand. Bist du schon durch hier? 5.
6, 7, weil wir das Ding ja direkt machen müssen. Eimer. Wir drücken mal hier automatisieren, dass wir das hier ordentlich machen können. Es regnet. Warum ist der Regen eigentlich disabled? Das ist irgendwie merkwürdig. Naja. Soll nicht mein Problem sein. Okay. Schnauze! Mein Gott, ihr seid echt nervig. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich euch eigentlich schon mein Gerät hinten gezeigt? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum es da hinten noch steht. Den... Oh, fuck. Den Building Guide. Der ist super. Solltet ihr auch mal testen, wenn ihr Sachen bauen wollt, wie Sphären, Kugeln oder halt so Plattformen. Viereckig, dreieckig gibt es sogar. Und Hexagon, Oktagon glaube ich sogar auch. Und das ist ziemlich praktisch. Wenn man das nämlich mit einem Schalter einschaltet, boom, kann man hier sich die Boundaries anzeigen lassen. Von zum Beispiel halt dieser Sphäre, beziehungsweise ein Zylinder. Und man kann den hier Seiten größer und kleiner machen. Also nach oben plus. Rechtsklick. Dann nach unten plus, also wenn es nach unten gehen soll oder nach unten weniger werden soll. Hier von oben weniger. Dann links mehr Abstand, rechts mehr Abstand. Das gleiche gilt für diese Seite, also da mehr und da mehr machen. Hier mehr, da mehr und oben ist das gleiche. Und man kann hier die Form ändern. Moment, wenn ich mal ganz kurz oben ein bisschen mehr mache. Form ändern, auf die Dinger hier klicken. Haben wir hier einmal, du bist wieder unten angezeigt, was es ist. Ach, hier kann man es so drehen. Genau, hier kann man das Ding drehen. Und hier ist der Schalter zum Umswitchen. So, Cubic Mode, also ein, ja, Kasten. Ein vollen Kasten. Gott. Dome Mode. Also so eine Halbkugel auf dem Kopf. Triangel, also wirklich ein Dreieck. Pentagon. Hexagon. Oktagon. Achsenmodus. Auch ganz praktisch. Und, oh Gott, Planes Mode. Ja, das ist eine Plane. Gott, oh Gott. Sphärenmodus. Eine ganze Kugel. Zylinder. Ja, das ist das Ding. Sehr praktisch. Auch sehr günstig zu craften. Bisschen Glas, bisschen Torch, bisschen Redstone. Super easy. Super cool. Oh Gott! Hoppala! Jump Boots! Wisst ihr Bescheid? Worauf habe ich jetzt gewartet eigentlich? Ach ja, auf das Soul Center. Clever. Mein Sand. Hier ist noch ein Loch drin, fällt mir gerade mal so auf. Das ist nicht so cool. Ich könnte hier aber auch eher lieber einen Zaun hinsetzen. Weitermachen nicht vergessen. So. Safety first, ja? Gut. Schwipp. So. Und dann kann man so einiges machen. Und die Farming Station, genau. Dann kann man nämlich mal ein großes Feld anlegen, weil die Farming Station nämlich echt einen riesen Radius kriegen kann. Die kann man nämlich auch wieder mit den Capacitors aufwerten. Die Ender-Io-Farm halt. Und das ist praktisch. Weil die ist nämlich wirklich, wirklich groß. Und wir haben echt viel Power, die wir ja irgendwie auch loswerden müssen. Ich überlege gerade, wo ich an die Farm am besten hinbaue. Ich denke, dann muss sie echt hinten, also dahinter hin. Naja, ist auch okay. Habe ich noch Gold dabei? Nein? Sieben, ne? Sieben. Alloy Schmelter. Schwupp. Schwupp. Geht super fix. Währenddessen kann ich schon mal den anderen Kram craften. Ach ne, bloß Scheren und eine Axt. Einmal die Axt, einmal die Schere. Schere, Axt, Machine Casing, ein Kopf meiner... Wow, was? Ein Kopf meiner Wahl. Dann nehmen wir den Skelettkopf. Mhm. Hui! Wie geil. Das spart mir jetzt so viel Zeit.
Geil. So, Skelettkopf. Und die 5. Solarium. So. Slice and Spice. Dafür brauchen wir eh nochmal Scheren und eine Axt. Eine Axt. Schere. Andyman-Kopf. Glaube ich. Was wollte ich bauen? Die Farming Station von Ender.io. Agricraft Farming Station. Oh. Heißt jetzt was? Ah, Farming Intelligence Module. Okay. Was zum Teufel ist das denn bitte? Cassis Plating? Ach du Kacke. Oh, okay. I see. Farming Station ist ein... Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht, beziehungsweise das wusste ich nicht. Okay. Finde ich ziemlich teuer. Sehr teuer sogar. Und die kann ich noch gar nicht herstellen, weil dafür brauche ich nämlich die Capacitor Seeds. Die kosten eigentlich was? Capacitoren Seeds. Die werden gemacht aus Seeds, Bone Meal, Abductic Capacitor und Soul Sand Enderman Head. Huh, okay. Buch erstmal. Wir nehmen den Enderman Head. Kommt hier nochmal die Farming Station eigentlich? Sieht nicht so aus. Okay, egal. Das hätten wir erstmal. Wir haben genug Zeit jetzt verbracht hier. Wir brauchen noch einmal hier zick. Void Fluid Pipe und Void Jester Pipe. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin. Ciao.